Ach, wisst ihr was, ich nehme es jetzt einfach mit auf, wenn ich einmal mit dabei bin. Aber ich werd hier wahrscheinlich einen Schnitt jetzt gemacht haben. Wir sind schon in der nächsten Folge. Hallo. Also, tut mir leid, dass ihr das bis zum Ende ertragen müsst in diesem scheiß Let's Play, dass ich auch noch so scheiß Schnitte setze und jetzt hier so eine scheiß Anmoderation mache. Ja, ich will jetzt einfach wissen, wie das ausgeht hier. Es kann auch sein, dass das Ganze nur noch eine Minute geht und dann lohnt es sich nicht, dafür eine extra Folge zu machen. Wobei das eigentlich ganz witzig wäre, so eine Folge mit nur 3 Minuten zu belassen. Das würde auch so super zu einem Scheißspiel mit einem Scheiß-Let's Play passen. Auf jeden Fall, all your base are belong to us. Oh, herzlichen Glückwunsch. Du hast all die geheimen Persönlichkeiten, ja, unlocked, also rausgefunden oder freigeschaltet. Mein Gott, freigeschaltet von den potenziellen Love Interests. Du wirst jetzt damit leben oder mit dem Fakt leben müssen, dass du ein Butter-Emoji, also ein Rosen-Emoji, eine Yandere und eine Tsundere, die völlig und sehr instabil in dich verliebt sind, ja, dass du die eben hast oder mit denen zusammenlebst. Bist du nicht der glücklichste Mann in der Welt? Hi, Desu. True Root Unlocked. Was heißt True Root Unlocked? Ist es einfach jetzt, also das Ending, oder ist jetzt wirklich irgendwas unlocked? Moment. Es müsste sich ja einfach hier rausfinden lassen. Wo war es extra? Next Page. Locked. Es ist ja tatsächlich noch eine ganze Menge locked, was... Oder das Spiel verarscht mich einfach nur. Ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall, das hier war also die beschissenste Let's Play-Folge von allen mit nur 2 oder 3 verschissene Minuten. Ich wollte schon gerade was anderes sagen, aber man muss es ja auch nicht übertreiben mit dem ganzen... Na, ihr wisst schon, mit den ganzen vulgären Ausdrücken. Und bedanke mich bis hierhin. Ich werde jetzt nochmal gucken, was es mit diesen True End Unlocked Dingen auf sich hat, ob ich da irgendwas erfahre, weil irgendwie steht da... Get all endings to unlock the answer. All your base belong to us. Weil steht nichts weiter in dem kussige War Crew, wie man auf diese... Wenn es sie wirklich gibt, die True Ends, dann jetzt kommt. Also wahrscheinlich, oder was es unlocked worden ist, was man wahrscheinlich dann hier noch herausfinden kann. Ich werde mich mal informieren. Es kann aber gut durchaus sein, dass das hier die letzte Folge von Kusuge war. Sollte dem so sein, dann mache ich wenigstens noch ein bisschen Abmoderation, damit ihr nicht ganz enttäuscht von der Kürze der Folge seid. Und sage, dass mir das Spiel durchaus, wie ich denke, man hoffentlich auch gemerkt hat, Spaß gemacht hat, auch wenn es mich manchmal natürlich nervlich sehr mitgenommen hat und manchmal das Englisch auch mal wieder nicht so gut funktionierte, aber das ist ja normal bei mir. Und aber ich fand so von manchen Anspielungen her, von der Inkohärenz der Handlung, von den Charakteren her und so weiter, eigentlich sehr gut gemacht. Also man merkt schon, dass derjenige, der hinter dem der Programmierung dieses Spiels hier steht, ein bisschen Ahnung von der Materie hat und da einige ganz nette Parodien und so weiter, die auch manchmal nicht unbedingt angekündigt sind oder in die Waifu-Notes geschrieben worden sind, mit eingebaut hat. Und auch wenn er sich auf ein paar einzelne mehrfach zum Teil versteift hat, aber fand ich es eigentlich doch ganz gut. Wir haben auch sehr gesellschaftskritische und wichtige Sachen gelernt. Und ja, das Einzige, was jetzt für dieses Scheiß-Let's Play noch bleibt, ist eine letzte beschissene Abmoderation für die potenziell letzte Folge von diesem Let's Play. Hoffe, es hat euch Spaß gemacht, hier auch, ja, diese ganze Scheiße mitzumachen. Und damit sage ich dann Matane, bis zum nächsten Let's Play oder Video. Und ja, damit bleibt mir wirklich nur noch zu sagen, vielen Dank für diese ganze Scheiße hier. Tschüss.